Abend der besonderen Art im Volksheim Gerersdorf. Wenn die Stehaufmandeln für Stimmung sorgen, bleibt kein Auge trocken. Der Obmann des Volksbildungshaus, Thomas Harich, nützt die Gelegenheit für eine Werbung der besonderen Art. So, ich darf Sie jetzt herzlich begrüßen. Ich möchte ganz kurz halten. Ein Applaus gibt nicht nur mir, sondern auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die da im Hintergrund in der Kugel mitgearbeitet haben. Na los, dann ganz kurz noch, wir hätten noch ein paar Restkarten von Anneli Lang, wir können noch ein bisschen Werbung machen und den ersten Adventmarkt in der Oberlisse, der wird rund ums Haus fest stattfinden, der bis zum 20. November, bis 23. November. Der Umsatz, der Reinerlös, der Getränke, das machen die Vereine von der Oberlisse, ehrenamtlich wird gespendet an die Kinderstiftung, Kindertraumstiftung, Kindertraum. Das ist ein Aufschluss. Es wird Kinderfachstube geben, Adventkranz bieten, es werden sehr viele Aussteller hier sein. Ja, es soll wirklich anregen, spazieren gehen, vorbeikommen und was für Gutes leben wird. Ja. In diesem Sinne, Dankeschön, wünsche ich gute Unterhaltung. Und bis 21 Uhr gibt es noch Küche für der, was noch nicht gegeben hat. Danke. So, wir sind in Gerersdorf und haben. Ja, ich wurde letztes Mal belehrt, Gerersdorf Oberlisse sind wir eigentlich. Ist nicht mehr Wien? Nein, ist nicht mehr Wien. Die Stehaufmandeln, die sind schon Institutionen. Ja, ich glaube schon, nach den Jahren, wo es mir auf der Bühne stehen und eigentlich aus der Spitzbandzeit herauskommen, da kann man schon sagen, Institution, ja. Das habt ihr auch schon viel erlebt, gell? Das glaube ich. Sowohl privat als auch. Ja, das lässt sich gar nicht verhindern. Nicht? Das ist ja so, wir haben ja früher sehr, sehr viel mehr Auftritte gehabt und da sind wir überall in Österreich umgekommen, nach Tirol, nach Salzburg, überall. Nicht? Und natürlich ergibt sich das dann, dass da ein bisschen Erlebnisse zusammenkommen. Ist die Zeit eigentlich noch da? Es ist ja, was ihr macht, ist eigentlich eine Mischung aus heurigen Musik, Wienerlied und Kabarett. Ist das richtig? Ja, es heißt ja heurigen Kabarett. Ja, heurigen Kabarett, machen, ja. Wo wir alles machen. Also zum Lachen was, zum Musik, gut schöne Musik machen, sowohl wienerisch als auch andere Sachen, also jazzig genauso und poppig, alles. Eigentlich, wir vertreten alles, nur aus dem Charakter des Wienerischen heraus. Weil es war in die Spitzbomberplatschen, war einfach ein Heurigenlokal, sagt man mal, mit Bühne und so weiter. Und dadurch hat sich das so gegeben, Heurigenkabarett. Ja. Und die Schmäh, die gehören auch überall immer ja, dazu. Genau. Nicht? Man kann natürlich Jazziges sehr ernst nehmen, aber wenn man ein bisschen einen Schmäh drauf hat, so wie wir halt immer gespielt haben, dann ergibt sich das, dass das lustig wird. Nicht? Das ist eine wunderschöne große Bühne. Wir sind immer hoch, sind wir da. Aber wir müssen beim Heurigen ist ja auch so fertig. Man sitzt nicht. Sitzt ja auch nebeneinander. Und wir wollen jetzt mit einfach mal anstessen, wenn der Wein gehört dazu. Und wie ist die Stimmung beim Heurig, wenn wir so ein bisschen saufen, dass er mal zam, 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 die Hände und auf geht's, zam, 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 Mensch, der Sport überall, wo es nur geht. Überall nicht. Man kann es gar nicht, wenn man es so anschaut. Aber der ist nämlich, ist er ganz verschwitzt, ganz rotzahnt, ist er zu Hause gekommen, die Haare sind ihm ins Gesicht gegeben. Sagt seine Frau, Schatzi, was ist denn los mit dir? Ich sage, ja, ich bin in den Autobus noch hochgerannt. Ich habe nicht erwischt, wenn ich mich zur nächsten Haltestelle. Heuer wieder nicht erwischt, dann bin ich hinter dem Autobus, ich bin ins Heim gerannt. Sagt er, Ludwig, Freilich, du hörst doch dann 1,60 € der Sport. Ich sage, nein, ärger mich. Wenn man hinter dem Taxi kriegt, dann hätte man 15 € der Sport. Wie kommt es eigentlich zu den Namen Stehaufmandeln? Ich weiß, die Stehaufmandeln, das hat es gegeben, die haben sich gleich mal wieder aufgestellt, wenn sie umgefallen sind. Das hat auch den Grund, weil Spitzbomberplatschen, dieses Lokal, was es jetzt nicht mehr gibt, das war eigentlich eine Heimstätte für mich. Ich bin dreimal zurückgeholt worden und bin wieder weggegangen. Wieder zurückgeholt worden, wieder weggegangen. Und aus dem haben wir dann den Namen Stehaufmandeln genommen, weil ich immer wieder gekommen und gegangen bin.
Es habt es auch mit Toni Strobel, ja. Ist also ein Begriff, dann der Schicketanz, nach dem übrigens eine Gassen benannt ist, wo ich wohne. Ja, ja. Der Peter hat immer einen Schicketanz gespielt. Ich habe gespielt mit Schicketanz die letzten eineinhalb Jahre, wo er gelebt hat. Das, und verstorben ist er dann im 75er-Jahr. Ja, ja. Und ich habe mit Toni sehr lang gespielt, so wie in der Bablatschen, also in seinem Lokal in der Grinzingerstraße. Und dann sind wir wieder eben zurückgegangen in die Bablatschen und dann haben wir uns eben getrennt, hat der Rheinberger noch mitgespielt, ne? Die ex-breite Masse. Und das waren dann die Sterfmandel, original ist eben mit Rheinberger, mit Peter und mit mir. Also das. Ja, und der Schmäh ist immer gelaufen, da hat es ja Schallplatten gegeben, also das war ja lange Zeit ein großer Kult, ne? Ja, na, die Zeit war schlecht und die Leute haben sich gesehnt nach einem Schmäh, nach Lachen, weil die Zeit war ja nicht so lustig, 59er, 60er, ist zwar eine Zeit des Aufbaus gewesen, aber die haben sich gesehnt nach dem und dadurch hat das so einen Begriff gekommen, die Spitzbuben am Platschen. Aber lustig war, ne? die Sterfmandeln haben wir eigentlich begonnen in Neustift am Wald. Ja. Und das war eigentlich ein kleines Heiringenlokal, war natürlich immer bumm voll, Bladl voll, der war auch Weinbauer und Fleischhocker zugleich, nicht? Und Rieger hat er geheißen. Und das war bumm voll, Bladl voll. Aber es war immer so ein Hetz zum Wochenende, haben wir gespielt. Sehr gemütlich. Sehr gemütlich war das. Ja, das soll es ja auch sein, also, dass man einfach diesen Alltagsstress und die Sorgen einfach verliert. Aus dem heiligen Charakter, nicht? Aus dem heiligen Charakter mit Bühnenarbeit. Weil beim Toni haben wir es ja auch nicht anders gemacht. Da haben wir ein Stundenprogramm gemacht in seinem Lokal und dann haben wir einfach eine Tischheiligenmusik gemacht. Und das wollen auch die Leute. Nur gibt es das heute leider nicht mehr so in der Form. Ist ja traurig, aber es ist es. Also. Es hat sich geändert. In der heutigen Zeit, wo sowieso fast jeder ranzt, war das eigentlich auch wiederum so ein Renaissance-Wert. Ne? Wäre sicher wert, dass man sagt, okay, da gibt es ein Lokal mit einer kleinen Bühne, man macht eine Stunde, eineinhalb Stunden ein Programm und dann geht man als Musiker zu die Leute, zu den Tischen und dann macht man halt Wiener Musik und tut am Tisch mehr führen. Das war ja das Schöne früher. Nur also der Arzt, nein, was macht das heute Leute? Das weiß ich nicht, ich bin so ein halbes Jahr geschehen. Was willst du zum Mittag, Papperl? Sag einmal, dann bist du so freundlich zu mir. Jetzt ich halt's mal ein, mein Hund. Ich glaube, die Spitzbuben haben ja eigentlich einen Ursprung in Strebersdorf gehabt, ne? Ist ja, das richtig? Ja, beim Wannemacher in Strebersdorf. Ja, 53, 54 war das, ja. Dann sind sie zur Kracherin gegangen, die Mutgoss, und von dort sind sie dann im 59er-Jahr in die Bablatschen kommen. Das ist der Kleine engagiert und dort ist noch. Die Kracherin angefangen. War in der Kallenberger Straße. Kallenberger Straße, nicht Mutkosten, Kallenberger Straße. Ja. Kallenberger Straße. Dings war ja auch da, nicht? Die Bablatschen war ja auch dort, glaube ich, nicht? In der Nähe. Hackhofergossen. In der Nähe, ja. Aber ja. Die Bablatschen gibt es ja heute schon lange nicht mehr. Ist abgerissen, das Haus, und sind luxuriöse Wohnungen dort. Bis 2000 haben wir dort gespielt. Ja. Also eigentlich eh noch nicht so lang her, ne? Ja, 13. Ja, genau. Ja, das war mit der Jahrtausendwende, haben wir dann aufgehört und dann haben sie es probiert, ja. Mit ein paar anderen Gruppen ist aber nichts mehr geworden. Das hat diesen Charakter gebraucht, diese Art von heurigen Kabarets, als drei Männer, Bass, ja. Gitarre, Akkordeon und die drei sind halt Schmäfen. Und das, ja, das ist halt. Da lässt er niemand zugrennen. Das haben sie mir gedacht. Ich habe einen Hund, aber der ist ein Wahnsinn. Der wird in letzter Zeit so feuer. Früher, wenn er Eis angewollt hat, hat er mir die Leine gelacht. Jetzt bringt er meinen Autoschlüssel. Junge Alte und ohne Studierer. Ich bin sehr bescheiden. Aber besonders bin ich. Der braucht von oben kein Messer, wenn die Finger wird fressen. Wenn trinken wird es hagelig. Ich brauche ein paar Dosen. Bitte, sie braucht nichts Obost. Es geht alles in die Hose. Was werden wir heute hören?
viel und das wissen wir noch gar nicht. Genau wissen wir es nicht. Wir wissen nur die Länge vom Programm. Ja, wir wissen eigentlich nie, wann wir aufgehen, was wir da erzählen. Wir nehmen uns vor, gewisse Parodien, dass wir die machen heute, aber das käme auf der Bühne ein. Dann waren ja ein Bekannten sich und der sagt, erst die das und dann machen wir das. Wenn wir die Perücken haben und dann gehört er dazu. Aber sonst ist alles immer eigentlich. Wir haben so einen roten Faden, damit man nicht den, verliert, die Orientierung. Aber an und für sich schaut jeder Abend anders aus bei uns. Das ergibt sich so. Na super, das freut mich, dass ich plaudern habe können mit den Stehaufmandeln und ich hoffe, wir singen ein schönes Programm. Ja, und das was dafür, dass wieder so heurigen Stimmungen kommen bei den Heurigen mit Musik und so weiter. Ihr könnt ja da ein bisschen was medienmäßig machen. Vielleicht wird es was, wäre schön. Ne? Wir haben ja Gott sei Dank in Florida auch eine relativ schöne Heurigenkultur. Vielleicht tut sich da wieder mal was. Ja, genau. Wäre schön, dass man dort ein paar so, dass man die Wiener Musik auch unter die jungen Leute reinbringt. Weil die Alten kennen sie, aber die wollen sie auch noch hören. Aber die Jungen sollen sich damit ein bisschen befassen, auseinandersetzen. Und die Gemütlichkeit kennenlernen. Mit Nachbarn sie treffen, reden mit Nachbarn und nicht nur immer Handy und das ist wobei, ich glaube, dass durch den Seider auch wiederum ein bisschen aufmerksam gemacht wird auf die Wiener Musik. Es ist vielleicht ein bisschen eine andere Richtung, aber es ist immerhin, es ist Wiener Musik und ein Schritt in diese Richtung, gell? Ja. Wir wünschen dir dann, Floridsdorfern, viel Hetz und viel gute Zukunft beim Heurigen. Wunderbar, da sage ich Dankeschön. Dann auch wieder. Genau. Wenn es nicht ausgeht. Prost. Freut mich, wenn Sie eingeschaltet haben. Ja, und wir haben heute gleich eine Ausnahme bei unserem ersten Gast. Ja, wir wurden nicht in eine Wohnung oder eine Wohnung. Ja, und wenn es auch in die Jahre kommen sind, die Stehaufmandeln, wie Sie selbst sagen, aber Sie haben es im Griff gehabt, das Publikum in Gerersdorf. Sie haben nichts eingebüßt an Ihrer Anziehungskraft und an Ihren Schmäh. Nur mehr vom Programm verraten wir nicht. Am besten selbst anschauen, die Stehaufmandeln live. Und in Action. Und damit verabschieden wir uns auch schon aus dem Volksbildungshaus in Gerersdorf-Oberlisse. Und nicht vergessen, nächste Woche findet der Kreativmarkt im Gerersdorf-Oberlisse statt.